Ein Enterprise meets Future Vodcast. 4. Juni 2010. Sprecherin Miranda Illig. Nun ist an der Zeit, den ersten Podcast und Videocast zu produzieren. In der Furtwanger WPV Innovative Marketingmethoden sind die Teilnehmer mit ihren Blogs aktiv. Jeder Teilnehmer hat für den Blog ein konkretes Kommunikationsthema. Zum Abschluss der WPV erstellt jeder Teilnehmer zu seinem Blog-Thema ein Podcast oder alternativ ein Videocast. Der Pod- oder Videocast, abgekürzt Vodcast, soll ein Statement zu einem bestimmten Thema als Ton- oder Videodokument wiedergeben. Was ist ein Statement? Ein Statement ist eine Meinungsäußerung zu einem bestimmten aktuellen Thema. Für die Workshop-Teilnehmer bietet es sich also an, ein Pod- oder Vodcast-Statement zu einem eigenen Blogthema zu verfassen. Content ist King und Produktion ein Muss. Zwei Aspekte spielen beim Verfassen und Herstellen eines Akustik- oder Videostreams eine Rolle. Der erste Aspekt, weil für uns der wesentlichere, ist der Inhalt des Podcasts oder Videocasts. Der zweite Aspekt ist die technische Produktion, also die Herstellung des eigentlichen Pod- oder Podcasts. Die Technik. Mit der Technik werden wir uns für den Anfang nur so weit notwendig auseinandersetzen und den Einsatz technischer Mittel für die erste Aufnahme auch so gering wie möglich halten. Also keine Angst vor komplexer Tonstudiotechnik und kompliziert zu bedienender Videorekordern. Für die Nutzung unserer Gerätschaft wird es reichen, den Schalter zu bedienen. Wichtiger sind die Sprecher und deren Inhalte. Wer sich an dieser Stelle für mehr Technik interessiert, kann das fünfteilige Tutorial Pod- und Videocasting durchlesen. Der Inhalt und das Format. Mehrkopfzerbrechen ist für den Inhalt und für das Format angesagt. Schon oben haben wir gelesen, dass der Podcast oder Videocast Statement eine Meinungsäußerung zu einem bestimmten aktuellen Thema ist. Konkret also, es geht um die Meinungsäußerung zu einem eigenen Blogthema. Ein Statement ist eine kurze Angelegenheit. In unserem Fall geht es also um 2-3 Minuten, die der Podcast dauert. Entsprechend kurz wird dann auch das Manuskript des Podcasts. Was hat es mit dem Format auf sich? So wie beim Lesen eines guten Buches erwartet der Podcast-Hörer einen gewissen Aufbau, eine gewisse Struktur. Nochmals zurück zum Text. Nehmen wir den Texttyp Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung hat in der Regel die Struktur, also das Format. Erstens Einleitung. Zweitens, Start der Zusammenfassung mit einer klaren Ansage. Drittens, nun die eigentliche Zusammenfassung. Viertens, am Ende der Zusammenfassung die Quellenangaben. Und schließlich fünftens, der Abschluss mit eigenem Fazit. Wer für die Textproduktion noch Hinweise sucht, mag an dieser Stelle vielleicht nochmal den Blogpost Innomark Textwerkstatt Typ Zusammenfassung durchlesen. Darüber legt gewissermaßen der Podcast zusätzlich noch sein eigenes Format, sein eigenes Muster. Für den ersten Versuch begnügen wir uns hier mit der Struktur,
Vorspann, Hauptteil, Abspann. Das Arrangement der Texte dient uns das Produktionsformular. Das Produktionsformular ist aus praktischen Gründen in zwei Teile gegliedert. Im Teil 1 des Produktionsformulars sind die Metadaten der Produktion untergebracht. Auch der Vorspann und der Abspann sind hier zu finden. Der Hauptteil der Produktion, also der eigentlich Podcast-Text, gegebenenfalls mit Regieanweisung, beginnt dann auf der zweiten Seite. Ist der Podcast etwas länger, dann kann man den zweiten Teil des Formulars nutzen, ohne dass sich die Metadaten wiederholen. Beide Formulare, Teil 1 und Teil 2, stehen für den Download bereit. Bei beiden Formularen handelt es sich um PDF-Files mit editierbaren Feldern. In gewisser Weise ist das Produktionsformular das Drehbuch für den Podcast und Videocast. Um das hier Dargestellte zu verdeutlichen, gibt es das Beispiel Produktionsformular, zum Beispiel Podcast. Viel Spaß bei der Herstellung Ihres Drehbuchs. Dies war ein Podcast zum Thema Vom Blog zum Pod und Podcast. Sprecherin Miranda Enning. Der Pod oder Videocast, abgekürzt Pod. Musik